Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute Reassembly. Reassembly, ein, ich glaube, ein Indie-Titel, zumindest aus einem relativ kleinen Entwicklerstudio und untypisch für mich, nicht aus der Sparte Open Source und Freeware, nein, aber dazu kommen wir später. Nicht gleich abschalten, erstmal gucken, was es geht. Es geht um dieses schöne Spiel, der Teaser hier oben wird schon leicht zerstört, aber auch gerade wieder aufgestellt, wie schön, wie nett. Ich würde sagen, wir fangen einmal neu an, wir machen so ein bisschen das Tutorial durch, damit ihr auch mit mir zusammen quasi so ein bisschen merkt, um was es geht. Ich habe natürlich schon gespielt, das sieht man hieran, aber wir nehmen jetzt einfach mal ganz frech Platz 2. Soweit ich mich zurückerinnern kann, steht am Anfang nur die Terraner zur Verfügung. Und die kommen alle dann hinzu, wenn man die mal so ein bisschen über den Haufen geschossen hat im Spiel. Ich starte jetzt einfach mal so aus reiner Langeweile mit den Farmern. So, Linux-Meldrein gefällt mir nur überhaupt nicht. Also A muss das M klein. Und dann passt das. So, Farbe, blub, hier. Kann ich ja alles Mögliche einfärben. Komm, dann machen wir mal eine schöne, sich beißende Kombination. Ist das gut. Ups, wo ist mein Gelb? Ah, fein. Los geht's. Und dann wird mal eben was generiert, ne? So, Maus WASD. Also, wie ist die Steuerung? Gut, die ist noch so, wie ich sie in Erinnerung habe. Neues Wurmloch entdeckt, neues Wurmloch entdeckt, neues Wurmloch entdeckt. Willkommen. Ähnlich farbige Schiffe sind Verbündete, alle anderen sind Feinde. Also, es geht darum, dass man in diesem wunderschönen Spiel ein Raumschiff steuert. Klicken Sie M, um die Karte zu öffnen. Ich klicke das erstmal kurz weg, dann rede ich weiter. Benutzen, drücken Sie das Maustaste, um die Kamera zu zoomen, ist auch klar. Also zoomen, Karte und was anderes weiß ich jetzt nicht mehr. Es geht darum, dass man verschiedene Rassen spielen kann und von diesen verschiedenen Rassen verschiedene Raumschiffe fliegen kann. Aber das ist noch lange nicht die Krux des Spiels oder der Hauptteil. Nein, der Hauptteil ist natürlich, auch da wird wieder ein Tutorial losspringen, das hier. Dass man diese Raumschiffe auch selber bauen kann. Und das ist, nun wie drücke ich es politisch korrekt aus, absolut genial, wirklich. Aber dazu auch gleich ein bisschen mehr. Ich vermute mal mit dem kurz angespielt, das wird nicht so klappen, das wird wieder ein bisschen länger dauern, aber lassen wir uns davon nicht irritieren. So, P-Werte schränkt das Schiffsfeatures ein, ist klar. Also dieses Schiff, was wir haben, ist relativ ausgebaut. Tastaturbefehle finden Sie im Hilfemenü, ist klar. Nach den Bänden verlassen, ja. Ich habe sogar ein Schild, ist ja super. Das ist sehr, sehr interessant. Doch, ich habe Schilde von Anfang an. Das ist klasse. Das haben die Terraner beispielsweise nicht, um mal ein bisschen zu spoilen. Die müssen anfangs ohne Schilde auskommen. Dann packt man einfach ein bisschen mehr Rüstung und Rumpf und so ein krasses Zeug mit da rein. Die ganzen Sachen, die es hier gibt, nicht alle, aber einige heißen anders. Zum Beispiel die SG-9 Scattergun gibt es nicht, den MLS-Raketenabwehr gibt es nicht und so weiter. Aber ja, davon lassen wir uns die Stimmung nicht vermiesen. Was machen wir jetzt beispielsweise mal? Wir nehmen jetzt diesen ganz kleinen Radatsch, der hier oben sitzt, indem wir ihn markiert haben und ziehen einfach mal, verstärken mal den Hauptteil des Schiffs ein bisschen mit etwas Rumpf. Rumpf hier, da wird mal rumgerumpft. Kennen wir nix. Hier kommt noch so eine Ecke ran. Für so, das war wohl schon mal freischwebend, nehme ich an. So, jetzt. Ach nee, da war das. Naja, jetzt ist es nicht mehr da. Und jetzt können wir das Ganze wieder zurückklamüsern. Stimmt das oder stimmt es nicht? Ich habe das Gefühl, es stimmt. So, jetzt haben wir einige Teile unseres Schiffes aus dem Dings-Schild rausgenommen, aber das ist mir gerade egal. Ich wollte nur mal zeigen, wie das so geht. Das zum Sachen, zum Thema Bauen, aber da gibt es natürlich auch noch Interessanteres, nämlich, das speichern wir natürlich, das Kämpfen. So, jetzt wird, nachdem wir diese Änderung angenommen haben, wurde sofort unser Schiff in Teilen zerlegt und wird jetzt angepasst an den Plan, den wir gerade neu gelegt haben. Jetzt merkt man auch, es steuert sich direkt ein bisschen beschissener, weil der Schwerpunkt nicht mehr mittig ist. Also man merkt, wenn ich Gas gebe, dann zuckt es so nach unten. Ja, da muss man immer drauf achten. Naja, mit Leertaste kann man im Flugmodus das nächste in sich in der Nähe befindliche Ziel anvisieren. Ist im Moment relativ witzlos, denn da ist keins. Es drückt die ganze Zeit, aber da kommt nichts rein. So. Was ist denn jetzt los? Folgen Sie dem Tutorial zielen, um voranzukommen. Ah, das ist aber nett. Betreten Sie die Welt. Ich glaube, das schafft man in dem Moment, wenn das Spiel startet. Verwenden Sie linke Maustaste, um Ihre Hauptwaffe abzufeuern. Verwenden Sie rechte Maustaste, um Ihre Zweitwaffe abzufeuern. Das ist ja super. Escape zum Speichern und Verlassen. Aha. Klicken Sie 3, um Schiff zu bearbeiten. Ja, okay, kann ich auch mal machen. Aber nur, weil das Tutorial gerade so gefragt hat. Also 3.
Da sieht man quasi eine Übersicht von Schiffen, die man bauen kann. Ich könnte mich zum Beispiel auch hier als, was auch immer das ist, Awesome Fighter. Das habe ich nicht so benannt. Naja. Könnte ich mir auch zum Beispiel, ich glaube, das ist ein Transportschiff einfach nur. Cargo heißen die, glaube ich. Cargo 001. Bin mir nicht sicher, dass da wirklich viel Kampfkraft drin steckt. Ich vermute mal das nicht. Aber ich möchte der Awesome Fighter bleiben. Und ja, wie gesagt, 3 ist diese Übersicht, 1 ist das Baumenü. Aber man kann aus 3 auch direkt in 1. So. Hätten wir das auch geklärt. So, jetzt will ich aber kämpfen. Rechte Maustaste für die Zweitwaffe. Katsching. Raketen habe ich also am Start. Mhm. Na gut. Fliegen Sie zu einer beschädigten Station, um sie zu reparieren. Reaktivieren. Ja, probieren wir das doch mal. Das sind die blauen Dinger. Die Pfeile hier zeigen schon hin. Die reaktivieren wir einfach mal. Man sieht hier und da mal so kleine Plusse aufsteigen. Das sind meine Credits. Ja, es gibt so eine Art Währung, also Geld. Aber es gibt sogar zweierlei davon. Dazu später mehr, wenn es sich anbietet. So, da ist wohl eine Raumstation. Da fliegen wir jetzt hin und kuscheln kurz mit ihr. Wir fliegen in diesen lustigen Kreis. Wird aktiviert, kriege ich hier erzählt. Katsching. So, plus 500 Credits ist schon mal am Anfang ganz nett. Und da baut sich jetzt eine Raumstation zusammen, die wir bitte nicht wegschieben sollten. Aha, aha, Beschuss. Ja, und wenn man zu nah ranzoomt, dann schläft man. Eine der ersten Dinge, die ich ganz gerne in diesem wunderbaren Spiel deaktiviere, ist der Autozoom. Der geht mir nämlich furchtbar auf den Keks. Gerade später, wenn man ein größeres Schiff hat, dann zoomt der immer so nah an einen ran und man sieht nichts mehr, was um einen herum passiert. So, jetzt suchen wir uns erstmal ein Ziel und versuchen mal zu töten. Scattergun, die habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht getestet. Aber klar, wie gesagt, ich habe ja die ganze Rasse noch nicht gecheckt. Wirklich mobil sind wir nicht. Versuche trotzdem mal mein Bestes hier. Oh, der war aber super. Der war bombig, der Treffer. Ja. Na komm schon. Ich habe ja auch Raketen. Die könnte ich eigentlich mal benutzen. Ne? Zu zweit ist aber gemein. Jetzt ist meine Energie leer. Links unten sieht man eine Energieanzeige. Die war gerade mal ein bisschen auf Null. Die Station hilft mir unheimlich. Also gar nicht. Und das Schöne ist, wenn ich das jetzt kaputt mache, innerhalb des Stationsradius, dann klaut die mir sogar die Ressourcen, die böse Station. Ich glaube, das geht übel aus. Denn dieser kleine Frechdachs da, den ich wahrscheinlich sehr viel leichter kaputt kriegen könnte. Ja! Der ging mir so ein bisschen auf den Keks. So, hätten wir das geklärt. Der ist auch tot. Keine Ressourcen zum Einsammeln, weil ich nicht nah genug dran war. Da war gerade was. Plus 3. Haha. So, du kriegst jetzt erstmal mit meiner Scattergun ein bisschen was auf den Allerwertesten. Und so. Jawohl, plus 89. Supi geil. Dann fliegen wir mal zur Station, denn dort können wir jetzt diese lustigen R für Ressourcen gegen C wie Credits eintauschen. Ah, das sagt ihr mir auch schön. R-Kapazität des Schiffs erreicht. Erhöhen Sie Ihre Kapazität, indem Sie Container hinzufügen oder in der Nähe einer Station fliegen, um R gegen C zu tauschen. Super. Klasse, jetzt ist mein Hund, der älter ist als ich in Hundejahren, ist der festen Überzeugung, er müsste jetzt aufwachen für eine halbe Stunde. Das macht er am Tag eine halbe Stunde. Schön, dass du neben mir stehst, ich freue mich, ich knuddel dich später. Alles klar, zurück zum Thema. Ja, nächstes Mal mache ich die Tür zu. So, jetzt haben wir noch mehr Credits. Was macht man eigentlich mit diesen Credits? Man drückt auf die lustige 1 und klickt hier unten auf Upgrade. Also wir merken uns hier oben, 300 ist mein Oberlimit, mehr geht nicht, aber... Das kann man auch einfach ändern, indem man hier drückt. So, zack. Jetzt habe ich schon mal 330 Punkte, die ich vergeben könnte, frei. 363 Punkte und das machen wir nochmal für 180c. 399 Punkte. Das ist schon mal eine ganze Menge. Und wenn wir jetzt noch Bock hätten, könnten wir den MC3 erforschen. Das ist eine Projektilwaffe. Die macht 100 Schaden pro Ladung. 1,5 Ladung pro Sekunde. Man sieht ja alles rechts in Schriftform, was die so kann oder nicht. Und was ist ein AF-75 Spitter? Das weiß man nicht genau. Das weiß man einfach nicht genau. Wir könnten auch einfach das nehmen, wobei... Oder eine größere Schubdüse. Ach, es gibt so viele Dinge zu... Ein Solarmodul. Aha. Es gibt so viele Dinge zu... Oder ein Swatter. Was ist das? Automatisch feuern. Klingt auch sehr interessant. Phalanx. Was ist das? Grundlegende Leichtkanone, eine verlässliche Waffe mit beständiger Feuerrate und niedrigem Energieverbrauch. Das klingt nach mir. Nein, ich nehme aber die Fette. So, die Fette genommen. Hä? Habe ich die Fette jetzt genommen? Oder habe ich gerade irgendwas... Ich wollte das doch erforschen, nicht um... Da ist sie. Jetzt kann ich sie verbauen. Und genug Platz haben wir auch. Das Bauen selbst kostet nichts. Oh, die ist dick. Höhö, du bist dick. Das, wie gesagt, das Bauen selbst kostet nichts. Das ist schon mal schön. Gut zu wissen.
Wollen wir die denn mal hin? Wo wollen wir die denn mal dran? Was machen wir denn jetzt damit? Wir könnten ja einfach mal ganz frech hier unten freiräumen und die dahin machen. Und die drei Kollegen packen wir hier vor und das packen wir da hin. Ist vielleicht nicht perfekt. Der Schwerpunkt ist wieder relativ auf dem Befehlsmodul. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ein paar Punkte haben wir noch übrig. Da nehmen wir doch noch hier eine Minigun. Aber auch noch einen Generator. Denn je mehr Waffen man hat, desto mehr Strom braucht das. Und irgendwann kommt man quasi in den Moment, wo das Schiff sagt, nö, ich habe keinen Strom mehr. Ich schieße hier nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf das, was du da tust. Generatoren explodieren übrigens recht lustig, wenn man sie zu nah dem Feind überlässt. So. Deswegen packen wir da nochmal so ein Klötzchen vor. Das Spiel weigert sich. Gut, kein Problem. Dann bauen wir halt kreativ. Ein bisschen machen wir noch ran. Ein bisschen haben wir noch. Was ist das? Die sind zu teuer. Sehr, sehr schade. Eine Sechskantmauer. Nee, das mag ich jetzt auch nicht einsetzen. Eine MLS-Raketenabwehr. MLS kenne ich nur als Martin-Luther-Schule. Die können wir mal hier vorne hinsetzen. Oh, jetzt sind wir 6 Punkte zu hoch. 7 Punkte zu hoch. Naja, dann machen wir es wieder weg. Und versuchen das so. Nicht schön, aber selten. Wenn man sich übrigens, das war falsch, sowas speichern will, also wenn man das ein bestehendes Konzept nicht verhunzen will. Hier war jetzt der Fall noch da, dass es da ein Duplikat von gab. Dann drückt man einfach Alt-Gr und kann das hier so, nee, so kann das. Warum funktioniert das nicht? Alt und ziehen zum Klonen. Alt und ziehen. Ja. Ja, super. Das ist nämlich das Spielfenster, wenn ich die normale Alt-Taste nehme. Was soll das denn jetzt? Ja, eigentlich sollte man damit Konstruktionspläne kopieren können. Das Spiel denkt sich aber gerade, nö. Dann halt nicht. Weiß ich nicht. Ging bisher immer. Lassen wir uns davon nicht beirren. Tun wir einfach so, als hätte ich Ahnung. Da ist irgendjemand irgendwo, der festen Überzeugung ist, er will von mir auf den Sack bekommen. Wo ist der? Da unten. Ich hab das rote Ding gesucht. So, wir schießen jetzt schon ein bisschen mehr. 1000 Energie haben wir jetzt auch. Zack. Rums. Einfach so. Kaputt. Da ist noch ein Scout, der kriegt genau dasselbe. Ab. Boah, und dieses Ding, was ich eben angepackt habe, das schießt richtig weit. Seht ihr das? Da sind wir direkt ein bisschen. Aber wir sind auch unheimlich langsam geworden mit dem Anbau. Merkt man richtig. Komm her hier. Du kriegst auch einen ab. Tja, die haben jetzt alles nicht so wirklich viel Schutzschild im Gegensatz zu mir. Könnt ihr mal bitte. Was ist das denn für eine Raumstation? Ist das eine böse Raumstation? Eine terranische? Baller ich gerade Terraner kaputt? Finde ich doch gar nicht. Ach du je. Ah! Okay. Das war schon ein etwas dickeres Kaliber. Ich konnte ihn leider nicht anvisieren. Dann hätte man sehen können, dass er deutlich mehr P hat als ich. Eigentlich ist es so, dass man davon ausgehen kann. Also man sieht, die eigenen P sind jetzt ungefähr bei, ich habe es vergessen. Ja, 399, 391 habe ich versetzt. Und wenn ich jetzt hier was anvisiere, dann sieht man 44 P. Sollte kein Problem sein, außer ich stelle mich sehr dumm an. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir den Dicken, der mich gerade gekillt hat, nochmal finden. Den Dicken, der mich gerade gekillt hat. Da ist er. 411, P. Nee, das ist er gar nicht. Der hatte nämlich so einen dicken Pümpel vorne dran. Das ist ein Minenleger. So. Ach, da schickt er mir auch direkt diese komischen Drohnen entgegen. Die sind auch nicht wirklich super. Sehr viele coole Schiffe hatte. Die hatte ich gar nicht. Komm her jetzt. Du hast zwar 11 Punkte mehr als ich, aber vielleicht habe ich ja Glück. Hier kriegst du noch ein paar Raketen offen. Und diese blöden Drohnen, ne? Die setzen mir halt ganz schön zu gerade. Diese kleinen Punkte, die um mich rumfliegen, auf mich schießen. Das sind alles Drohnen. Und die Menge macht's, wie so oft. Und da bin ich schon wieder zerstört worden. Schupp-di-du. Natürlich kann man auch den eigenen Konstrukt ein bisschen testen, indem man einfach sagt, man geht in den Baumodus und sagt, da unten ist es, Test. So, da werden andere Fluggeräte genommen, die in etwa die gleiche Klassenlage haben wie man selbst. Und dann werden die einfach computergesteuert gegeneinander antreten lassen. So. So, ich habe Runde 1 gewonnen. Ich habe zwar den Ausgang nicht gesehen, weil plötzlich alles schwarz wurde. Was ist denn jetzt los? Nein, das ist ernsthaft. Es ist abgestürzt. Okay. Ja, das sind Dinge, die ich liebe. Davon hätte ich gerne mehr. Und das Schöne ist, damit habe ich auch schon Erfahrung gemacht, das will ich jetzt nicht verschweigen. Reassembly stürzt nicht komplett ab, sondern Reassembly hängt sich auf. Das heißt, man drückt jetzt hier auf X. Ich werde das nicht rausschneiden. Ehrlichkeit sei Dank. Möchten Sie, ja klar, will ich die Anwendung beenden. So, wo haben wir es hier? Play. Naja, hätte ich aber den Test des Test-Chamber-Szenario, hätte ich dann auch gezeigt. Ja, danke.
Danke für nichts. Da sind wir auch schon wieder. Reassembly, zweiter Start. Keine Ahnung, was da eben los war. Interessiert mich auch nicht. Tatsache ist, wir gehen natürlich weiter. Neben dem normalen Spiel. Achso, ich kann ja schon mal gucken, wie das so aussieht, wenn man bei den Terranern ein paar Plätze, ein paar P mehr hat und ein bisschen größeres Schiff. Ne, dann, ja, so, das ist jetzt die nächste. Das, wie man am meisten ranzoomen konnte. Jetzt seht ihr, steuerungstechnisch ist da nicht mehr viel drin. Sprich, ich zoome da lieber mal raus. Außerdem, ja, da ist natürlich die Steuerung auch ganz toll, weil dann fliegt man irgendwie andauernd irgendwo gegen. Aber was soll's. Außerdem kann man mit Tab in den Kommandomodus, Befehlsmodus, wechseln. Und ihr seht jetzt auch schon, ich habe hier eine kleine Flotte von 15 Schiffen, die habe ich selbst produziert. Man kann, gehen wir aus dem Kommandomodus raus. Hier oben sind jetzt noch 4 weitere Slots. Das ist in dem Moment, wenn man eine Factory einsetzt. Das da. Dann kann man quasi selber Schiffe produzieren. Und ja, ich mach das gerade mal. Das ist dann die F-Taste. Super, jetzt habe ich doch so eine blöde Station gebaut. Da fliegt sie. So, mein Schiff dreht sich völlig willkürlich. Ist aber auch wirklich Steuerung. So, so wollte ich das haben. Und dann kann ich hier einfach Schiffe pupsen. Wunderbar. Die fliegen jetzt hier rum und stehen auch zu meiner Verteidigung bereit. Heißt, wenn ich jetzt hier losfliege, dann checken die alle, oh nee, Mama fliegt weg. Und fliegen mir alle hinterher. Und das Beste ist, die Ressourcen, die sie einsammeln, die geben sie mir, weil ich so ein cooler Fuchs bin. So ist das. So muss das sein. So gehört sich das. Alles mir. Und wenn ich schieße, sieht das auch ein bisschen anders aus. Wir gucken gerade mal. Ich habe nämlich so ein nettes kleines Bonus-Ding. Dieses Flugobjekt arbeitet nämlich mit, nicht mit Lasergeschützen, also auch, wie man sieht, aber auch mit Raketen oder mit Torpedos. Und die sind ein bisschen mächtiger, kann ich ja gerade mal an diesen Meteoriten demonstrieren. Das sieht dann ungefähr so aus. So, und dass die wie durch jeden Gegner wie durch Butter gehen oder durch viele Gegner, ja, muss ich ja nicht länger oder groß irgendwie noch erdingsen. Erdingsen-dangsen, ne? Es gibt so viel zu erzählen zu dem Spiel. So viel. Naja, aber ich glaube, jetzt mit dem dicken Trümmer muss ich jetzt nicht groß rumfliegen. Wir gehen lieber nochmal zurück ins Hauptmenü und schauen mal, was es noch so gibt. So, speichern und beenden. Wird gespeichert. Gibt es zum Beispiel das Turnier. Da kann man selbst gebastelte Schiffe gegeneinander antreten lassen. Soweit ich weiß. Das ist dasselbe Prinzip wie eben, glaube ich. Können wir mal ein bisschen unfair spielen. So, Start. Aurora Station 1.0 ist not mobile. Melton. Ach so, das ist jetzt der komplette Schiffsbestand. Aha. Das heißt, die Station, die ich hier drin habe, die müsste ich vorher rausnehmen, damit das geht. Sehr interessant. Sehr interessant. Habe ich bisher auch nicht gecheckt. Also hier gehen nur mobile Sachen. Habe ich noch eine Station irgendwo? Und nein, die erkennt man nicht immer sofort. Stationen kann man auch bauen. Da ist noch eine. Das ist relativ einfach. Man baut einfach ein Schiff ohne Antrieb und mit Fabrik ist eine Station. Fertig. So, mal gucken, ob es jetzt geht. Da. Start. So, und jetzt fliegen quasi alle Schiffe, die ich da konstruiert habe, gegen alle Schiffe, die ich da konstruiert habe. Was natürlich ein bisschen unfair ist. Denn, ja, wie man sieht, sind das ein paar mehr auf der rechten Seite. Aber nur ein paar mehr. Also wirklich unwesentlich mehr. Oh, ja, ich habe gewonnen. Es ging fix. Naja, auch diesen Modus gibt es. Wir können ja mal sprechen. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, denn da muss ich jetzt auch nochmal raussortieren. Big Ass Ship. Hat eh keinen Sinn. Aurora Station. Warum habe ich die eigentlich immer mittendrin? Warum sortiere ich den Quatsch eigentlich nie? Geht das jetzt schon? Nein, Mini Station ist not mobile. Mini Station. Wo mag die sein? Freunde der... Da ist sie. Sonne. So, Start. Mini-Station. Habe ich die zweimal drin? Bin ich bescheuert? Wer findet zuerst die Mini-Station? Zu gewinnen gibt es gar nichts. Da! Jetzt? Hurra! Jetzt können wir mal den Kampf der Titanen aus nächster Nähe begutachten. So. Ach du je. Ja, ist doch hübsch.
Ist auch ein super Bildschirmschoner auch. Und da merkt man gerade schon, dass ich auf einem 5 bis 6 Jahre alten Quad-Core rumgeige. Selbst dieses 100 Megabyte, nee, 90 Megabyte große Spiel im Download schafft es dann auch mal eben die Framerate ein bisschen zu drücken, wenn dann mal so, ich würde jetzt geschätzt sagen, 200 bis 200 Raketen gleichzeitig unterwegs sind, plus diverse Lasergeschosse. Es sieht schon sehr atmosphärisch aus, muss ich sagen. Es hat was. Und selbst wenn es an der Stelle deutlich langsamer ist, was man auch deutlich merkt, so ist es trotzdem so, dass es dieses langsam eher aussieht wie Zeitlupe. Als das wirklich, also klar, man sieht es stottern ab und an, aber es sieht eigentlich, es hat eher so den Anschein, als würde, hätte man eine Zeitlupe geschaltet, ungewollt. Also Mikroruckler, ja, natürlich, aber nicht so wirklich. Man könnte es gerade noch so durchgehen lassen als ansatzweise flüssig. Naja, wie dem auch sei. Das würde jetzt ein bisschen dauern hier, zumal ich einige Schiffe dabei habe, die sich gar nicht wehren können, weil die keine Bewaffnung besitzen. Ja, crazy me, ich weiß. Punktestand links und rechts, relativ ausgeglichen gerade, finde ich relativ lustig. 30 gegen 22 Schiffe sind es noch. Naja, lassen wir das. Ja, eine zweite Runde brauchen wir nicht, vielen Dank. Was gibt's denn noch? Sandbox sagt mir jetzt auch nichts. In the beginning was the coming command line. Ach du je. Lol, so, no such command. Okay, da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht mit aus, sorry. Null Blöcke ausgewählt, Editor Command. Nee, da muss ich gerade passen. Ich bin mir ganz sicher, da gehen coole Sachen mit, aber nicht, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was man jetzt tun kann. Dürft ihr mich gerne belehren. Unter diesem Video oder auf holase-linuxgaming.de könnt ihr mir das gerne erklären, was hier so geht oder auch eben nicht. Ich gehe jetzt erstmal wieder raus. Typisch unvorbereitetes Gameplay, beenden. Und dann kann man noch, scheinbar kann man noch Mods drauf dübeln. Was gibt's denn so im Steam Workshop? Gibt's einen Aktualisierungsbutton irgendwo? Nö. Gut, okay. Dann gibt's keine Mods. Oder ich mache wieder irgendwas falsch. Oder ist hier irgendein Button nicht? Naja, wie dem auch sei. Zurück. Und dann gibt's noch Steuerung, Optionen und so weiter und so fort. Unter Optionen findet sich übrigens auch die großartige Funktion, die Sprache einzustellen. Standardmäßig ist das Englisch. Wie gesagt, ich spiele gerade das erste Mal auf Deutsch. Gut. Das zum Thema Reassembly. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, ich weiß, ihr seid ganz heiß drauf, wie komme ich da ran? Tja, entweder, ich glaube, über den Humble Store geht das oder natürlich auch über die Allmachtsfantasie Steam oder, wahrscheinlich auch direkt vom Hersteller, das habe ich jetzt nicht getestet. Ich persönlich hatte das Vergnügen, irgend so ein lustiges Space Bundle abzugreifen. Und da war das nicht ganz so teuer für mich und es waren noch zwei, drei andere Spiele dabei. Für den 0815 Konsumenten kostet Reassembly im Moment, September 2015, 15 Euro, zumindest auf Steam. Woanders habe ich jetzt nicht geschaut, das könnt ihr gerne tun, wenn ihr ein Schnäppchen machen wollt. Und in dem Moment, wenn ihr das bezahlt, überweist oder einen Key auf Steam eingibt, ist das Spiel euers. Und ihr könnt lustige kleine Schiffe bauen und noch viel lustigere kleine Schlachten schlagen. Leider Gottes habe ich die ganze Zeit die Runterlag-Entpack-Variante gespielt, also nicht die Steam-Variante. Soll heißen, bei Steam stehen da jetzt bei mir, weiß ich nicht, 10 Minuten, 20. Wie lang geht das Video? 25 Minuten. Und, aber ich vermute mal, wenn das die Entpack-Variante mit dabei wäre, würden da mittlerweile stehen, weiß nicht, 40, 50 Stunden oder so. Also es ist schon ein recht nettes Spiel und es lässt einen auch mal eben den ganzen Abend verdaddeln. Und mit diesem lustigen Hinweis, auch in Bezug auf eure Gesundheit, würde ich sagen, ich gehe noch ein bisschen mit den Farmern, die das Weltall erforschen. Und ihr könnt euch ja überlegen, warum sich diese Space Station jetzt da neu aufbaut, obwohl die eben definitiv noch da war. Nein, ihr könnt euch überlegen, ob euch die Geschichte das Geld wert ist oder eben nicht. Und falls das so ist, sieht man sich aber vielleicht mal online, denn man scheint auch irgendwie gegeneinander antreten zu können. Aber davon verstehe ich nichts. Aber wie dem auch sei. In diesem Sinne, erstmal macht das gut, haut da rein und tschüss. Wenn ihr weitere Informationen zu dem Spiel sucht, Herstellerseite, Steampage oder natürlich auch, und das präferiere ich, holase-linuxgaming.de. Macht das gut, haut da rein und tschüss. Nochmal.